guten Morgen, ja, nach dieser erholsamen Nacht in Alsfeld, da mit der tollen Altstadt, das sah echt klasse aus. Hat mir sehr gut hier gefallen. Stehe ich wieder hier an der Schwalm, die ich heute bis zu ihrer Quelle folgen möchte. Und dieser Fluss entspringt wirklich im Gebirge, also geht es gleich ordentlich bergan. Ja, und dann geht es weiter nach Ulrichstein zu der Quelle da oben, der ich dann bis zu ihrer Mündung bei Kölbe in die Lahn folgen möchte. Das sind jetzt heute ungefähr 89 Kilometer. Auch wieder ein gutes Stück, aber ich freue mich drauf, denn noch ist das Wetter gut. Es soll sich ein bisschen zuziehen. Ja, aber der Regen sieht so aus, dass er doch etwas später kommt. Erst wenn ich da angekommen bin, am späten Nachmittagabend. Ich habe gute Hoffnung und dass es schöne Bilder geben wird, ist, glaube ich, ganz sicher. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Gleich im nächsten Ort weiter in Altenburg. Ging es ordentlich bergan, gleich 50 Meter auf Knallerfall hoch. Es ist gleich so warm geworden, ich habe mich gleich jetzt auf kurz umgeswitcht und die Sonne brennt auch schon ganz schön für so früh am Morgen. Es ist man gerade 8:15. Ja, schon sehr, sehr warm. Und da hinten ist auch noch Alsfeld zu sehen und die Altenburg, ich glaube, die ist irgendwo da oben. Die kann man nicht sehen. Naja, aber egal, jetzt geht's. Erstmal weiter, mal sehen, wie die kommenden Steigungen so werden. Der Karte ist es gar nicht mehr weit. Und da bin ich jetzt. Und da ist die Quelle. Aber das Höhenprofil zeigt nichts Gutes an. Aber das schaffe ich schon. Ich bin jetzt hier. Und zack, da oben muss ich hin. Jetzt bin ich inzwischen im Vogelsbergkreis angekommen und stehe hier in einem idyllischen Teich. Ja, okay, kein Teich. Aber der Fischreiher oder die Fischreiher da hinten, die haben noch Hoffnung, dass sie hier einen Fisch finden. Naja, okay, ja, nochmal zurück zur Übernachtung. Also, das war sehr gut. Also, das Hotel, was ich da hatte, hat echt Spaß gebracht. Das war echt schön, sehr gemütlich. Ja. Darf ja leider keine Werbung machen, sonst würde ich jetzt das vielleicht mal einblenden. Aber ja, es war sehr schön und auch die Altstadt da, echt, das kann man sich echt mal angucken. Das war richtig schön. So, als nächstes kommt jetzt erstmal Schwalmtal und dann geht's richtig bergan. Aber was heißt das? Das sind ja ungefähr nur 200 Höhenmeter. Wer in den Alpen fährt, der sagt auch gleich, 200 Höhenmeter, das ist doch nicht viel. Also die werde ich wohl auch schaffen.
erstmal Luft holen. Gott sei Dank. Erstmal Luft holen. Boah, Zitami. Das Schwalmtal besteht anscheinend aus vielen kleinen Ortschaften, die sich zusammengetan haben. Da unten ist jetzt Storndorf. Das war jetzt ein steiles Stück direkt hier in dem Dorf. 12%. Ordentlich Höhenmeter auf einmal wieder. Aber dafür eine klasse Aussicht. Und das müsste auch jetzt der letzte Ort sein vor der Quelle. Jetzt geht es hier so irgendwo auf dem oberhalb auf so einen Bergrücken bis zur Quelle. Und das so alles, das müsste jetzt der Vogelsberg sein. Das ganze Gebirge hier. Da ist hier nur die kleine Quelle, der Schwalm. Ja, da kommt nicht viel raus. Ja, der Regen, der auch kommen soll, das ist aber nur ein bisschen sein, wird das nicht viel helfen. Ja, der Radweg ist natürlich hier auch jetzt zu Ende. Ja, war eine schöne Strecke. Boah, ich bin begeistert gewesen, ja, muss ich sagen. Sehr schön geführt, viel über Schotter und Nebenwegen immer. Kurze Passagen nur an Bundesstraßen, mal kurze Landstraßen. Aber die waren auch oft nicht sehr stark befahren. Also ich fand den Weg sehr toll bis hierhin, der jetzt hier aufhört, aber der R4 geht noch weiter bis Ulrichstein. Und dann, da geht es dann gleich wahrscheinlich noch ein Stück hoch und dann runter zum Ort. Und dann geht es zur Ohmquelle. Das ist die nächste Station. Aber es ging hier hoch, auch mit Gepäck. Die letzten 2 Kilometer, denkt man, das ist ja nicht mehr viel, aber es ging immer stetig 4-5% hoch. Das schlaucht natürlich, aber es ging und es wird auch jetzt noch weitergehen. Und das Wetter hält sich, also dann hoffe ich noch, dass ich das restliche Stück jetzt da hoch schaffe. Schwuppdiwupp stehe ich denn hier schon an der Ohmquelle. Aber waren doch einige Kilometer zwischen. Oben durch den Wald hauptsächlich. Kurz an der Landstraße und dann wieder durch über Waldautobahn nach oben. Und dann jetzt hinunter, jetzt hier zur Ohmquelle bei Ulrichstein. Ja, aber ich habe jetzt Hunger bekommen beim letzten Ort. Nicht hier in Ulrichstein, hatte ich schon Brötchen mitgenommen. Aber keinen ordentlichen Platz gefunden fürs zweite Frühstück. Aber das werde ich jetzt hier machen. Und dann geht's denn der Ohm entlang, ja, eigentlich bergab.
Hier an der Tafel kann ich kurz noch zeigen. Ja, Ulrichstein. Da bin ich jetzt. Da oben die Kölbe. Ja, 60 Kilometer sind es noch dahin. Bergab. Aber wie hier steht, ab diesem Punkt schon bis Kölbe fällt das nur 27 Meter ab. Also wird es doch relativ flach werden, die letzten Kilometer. Ja, also, denn ab geht's jetzt. Richtung, was haben wir als nächstes? Untersalverod, Omen, Niedergemünden. Das ging jetzt rasant den Berg hinunter. Auf dem Schild stand 10% und das waren lange immer 10% und über 50 bin ich da runter gerast. Aber schon ein komisches Gefühl, wenn hinten dran doch ordentlich Gewicht dran ist, das runterdrückt. Ja, aber hier in diesem Tal sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ja, und die Windräder da oben, da kommt ja schon fast wieder Heimatgefühl auf hier. Das ist fast wie zu Hause. Ja, aber sehr schön hier. Die Sonne, die lugt ganz bisschen durch. Es ist echt richtig warm. Ganz komisches Wetter zurzeit. Naja, aber dann geht es erstmal wieder weiter, immer noch bergab. Das sind jetzt schon über 150 Meter, die ich jetzt verloren habe, auf wenigen Kilometern. Ich glaube, es waren erst 3 oder so. Naja, so schnell hat man das alles wieder verloren. Und hier sieht man auch, ich bin jetzt auf dem R7 und nicht mehr auf dem R4. Doch recht gut aus hier. Schönes Tal, schöne Strecke. Ja, passt. Jetzt bin ich hier nieder oben durch. Hoffentlich ist es kein schlechtes oben. Aber jetzt sieht man auch, nicht mehr der R7 ist es jetzt, sondern der R6, den ich jetzt weiter folge. Immer wieder ein neuer.
Schöne Landschaft. Eigentlich wäre es hier auch sehr einsam, wenn da nicht die Autobahn wäre. Das ist die A5. Ja. Kassel-Frankfurt. Ganz schön laut hier. Aber ich habe jetzt Hunger und hinter mir ist eine Bank. Das muss ich jetzt nutzen. Jetzt muss ich mir mal ein bisschen was wieder machen. Heute gibt es natürlich wieder nur was Einfaches. Ich habe hier Linsen mit Reis und Gemüse und dazu werde ich noch die andere Cabanossi essen. Auch wieder was ganz Schnelles, ganz einfach. Einfach, weil es so einfach ist, ne? Einfach nur warm machen, fertig. Hoffentlich schmeckt es dann auch, aber ich glaube schon. Schmeckt auch wieder. Das schmeckt. Und halt. Und halt. Ja, der Abwasch bleibt wieder an mir hängen. Das wird eigentlich auch nie gezeigt, der ganze Abwasch. Das ist auch nicht so schön, jetzt die Soße da drin, wie das jetzt da drin aussieht. Ist natürlich ein biologisches Spülmittel, was auch gut abbaubar ist. Ja, sehr laut hier, leider durch die Autobahn, aber trotzdem, ich hatte jetzt Hunger und jetzt geht's natürlich weiter der Ohm entlang, aber gleich kommt ja der andere Fluss, der dazu stößt und dann sind es ja nur noch 27 Höhenmeter bis zur Mündung, aber ich habe ja noch über 30. Naja, also wird es jetzt ziemlich flach werden, hoffe ich. Eigentlich führt der Radweg ja auch wieder oben über den Berg, aber ich habe jetzt die Variante hier unten auf der wenig befahrenen Landstraße genommen. Recht schön hier, aber flach war es jetzt hier auch nicht, ging auch schon wieder hoch, aber egal, weil mit Rückenwind ist ja auch alles toll. Ja, gerade eben, das im Pott sieht da auch immer so wenig aus, aber man kriegt das so gerade so aufgegessen. Das langt echt. Okay. Ich habe jetzt ja, genau noch 30 Kilometer bis Kölbe. Jetzt bin ich in Homburg oben. Ja, da oben ist die Altstadt, da fahre ich aber nicht hoch. Das ist jetzt so unheimlich schwül warm. Puh, 23, 24 Grad. Boah, aber richtig drückende Luft. Ja, und eigentlich der Weg geht hier unten entlang. Und das ist jetzt auch wieder der R6, den habe ich wieder gefunden. Den folge ich weiter. Aber bestimmt schön da oben, aber dieses Mal nicht. Vielleicht mal ein anderes Mal. Schicken aber auch die Radfahrer die Berge hier hoch. Dabei ist da unten noch so eine schöne Straße. Ja, dafür ist nochmal ein schöner Blick auf Homberg. Und man kann auch in die andere Richtung gucken, da sieht man schon die nächste Station. Es müsste an Möhneburg sein. Auch wieder oben auf dem Berg. Glaube ich, das ist hier gang und gäbe. Naja, damals war das ja auch ein strategisch günstiger Punkt, um zu siedeln.
Am Möhneborg ist da sowas von zu sehen, aber auf den Schildern, da steht nichts von. Nein, da fahre ich heute nicht hoch. Ich bin da auch schon mal oben gewesen, das ist schon Jahre her, da bin ich hier schon mal rumgeradelt. Ich weiß, wie steil es da hochgeht. Und jetzt kann ich auch sagen, warum am Möhneborg gerade eben nicht angeschlagen war. Nämlich der R6 geht unten im Tal vorbei. Aber ich habe ja die Route so geplant, dass ich noch schöne Aufnahmen machen konnte gerade eben. Deswegen bin ich jetzt hier oben und habe hier nochmal eine schöne Aussicht. Und Kölbe sind auch nur noch 16 Kilometer. Das war das erste Mal gerade eben angeschlagen. Das müsste jetzt Kirchhain sein, aber das lässt man eigentlich rechts liegen. Da fährt man nicht durch. Der R6 ist jetzt Geschichte. Den sehe ich, glaube ich, morgen nochmal. Da fahre ich morgen nochmal drauf. Jetzt bin ich auf den R2, weil ich blicke auch bald nicht mehr durch die ganzen Radfernwege. Ist ja ein sehr gutes Netz. Ja, kann man sagen, das ist echt ein Radlerland Hessen. Man könnte ja auch mal ein komplett abfahren vielleicht mal. Ja, das sind bestimmt schöne Strecken. Aber mein Ziel ist heute Kölbe. Das ist dann nicht mal mehr 10 Kilometer, also ist der Tag auch bald Geschichte. Leider, auch schon wieder. Kommen so langsam wieder. Damals, als ich hier gefahren bin, da war ich auch hier an dieser Mühle. Ist ja klar, muss man ja gesehen haben. Es müsste aber auch die letzte Mühle vor der Lahn sein. Da ist sie, die Lahn. Die fließt gleich zusammen. Weiter unten mit der Ohm. Aber ich glaube, die Ohm ist sogar größer. Aber es bleibt ja die Lahn. Und da gibt es ja auch den tollen Radweg, der Lahnradweg. Da sind ja schon so viele gefahren. Ja, den möchte ich hier mal grüßen. Alle Online-Radler auch, die es alle schon verfilmt haben. Ja, toll, tolle Filme sind das. Vielen Dank dafür. Und jetzt stehe ich auch hier. Aber ich werde übernachten in Kölbe, das ist noch nicht mal 5. Ja, nach Marburg ist es ja nicht weit, das gucke ich mir, glaube ich, jetzt nochmal an. Das tue ich mir nochmal an, obwohl ich jetzt schon 92 Kilometer habe. Der Regen ist auch noch weit weg, der kommt erst in ein paar Stunden. Also ist es noch drin, also werde ich das noch ein bisschen ranhängen. Thank you.
Ich sitze jetzt hier mitten auf dem Marktplatz. War sehr anstrengend hier hoch. Hier habe ich aber noch geschoben. Nur das erste Stück konnte ich noch und dann ging nichts mehr. Das war zu steil. Ja, sehr schön Marburg hier. Wie der ganze Tag heute. Für 100 Kilometer habe ich jetzt hinter mir etliche Höhenmeter. Ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen geschafft. Aber ich muss ja auch noch wieder die 7 Kilometer zurück, denn ich übernachte ja in Kölbe. Aber ich werde hier nur ein bisschen umschauen. Dann vielleicht noch was essen hier und dann geht's ab ins Hotel. Ja, sehr schön war es, tolle Landschaften gesehen. Ach, das Wetter hat gehalten. Es kommt Regen, aber das dauert noch circa 1-2 Stunden. Aber es hat gehalten. Morgen geht's weiter. Ein Stück der Lahn hoch, den Lahn-Eder-Radweg. Rüber nach Frankenberg, der Eder entlang, bis zum Edersee. Aber das Wetter sieht morgen nicht so toll aus. Es wird wahrscheinlich Regen geben, aber nicht den ganzen Tag. Das ist die Hauptsache. Das wird auch gehen. So wie heute war echt schön. Ich hoffe, es hat dann gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.